Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Mit Paven. Hallo. Und mir, Zoe. Hallo. So, wo haben wir denn stehen geblieben? Wir haben noch ein paar Quests offen, ne? Die wollten wir machen. Ja. Unsere Klassenquests unter anderem. Mhm. Ja, der eine oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, aber meine Karte ist abgeraucht. Man hat es ja letztes Mal schon gesehen, die Grafikfehler war tatsächlich die Karte. Danach kam nichts mehr und ist einfach bei Golf-It, keinem besonders anfordernden Spiel, einfach zack, PC aus. Jo. Und ging nicht mehr an. Und die das Grafikkarte geht nicht mehr. Mit 1080 Stock, nichts dran gemacht, einfach weggeraucht. 2 Monate nach der Garantie. Nach dem Garantieablauf. Ja. Bitte. Jetzt habe ich nur noch eine 1060. Deswegen ist die Auflösung ein bisschen geringer, aber Hauptsache, wir können weitermachen. Jawohl. Meine Grafikkarte ist zwar noch aus dem Mittelalter, aber die läuft nicht. Ja, wir müssen den Energieschild deaktivieren. Und, ja, genau, bei mir steht aber auch. Ja. Oh, wir sind falsch. Ja, da steht aber auch noch was anderes. Untersuche irgendwelche Relikte, die sind wohl hier in der Nähe. Auf dem Weg dorthin, wo wir hinwollen. Stimmt. Können wir eigentlich mitnehmen, oder? Auf dem Weg. Und Vios Ranzen müssen wir auch noch finden. Genau. Der könnte auch hier oben irgendwo sein. Ja, müsste. Ja, wahrscheinlich. Aber wir müssen noch Dings lernen, damit wir unsere Dings, unsere Transportmittel benutzen können. Level 10 haben wir ja schon. Ja, Gleiterfähigkeit, ja. Genau. Was? Spaltschlag. Da müsste gleich das erste irgendwo sein. Ja, ein bisschen weiter noch. Hier um die Ecke ist das erste. Stufe 11. Will ich auch One-Shot schon wegmachen? One-Shot, One-Schlag, One-Hit. One-Hit-Kill. Weg, du auch weg, du auch weg. Alles weg. Wer schießt denn da auf mich? Ach du. Hier ist das erste Relikt, glaube ich. Das erste Idol. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich sehe hier eins von weitem. Wo ist das? Da drüben. Ach, da oben ist das. Mhm. Komm ich denn, wie kommen wir denn da hoch? Ja, hochspringen. Ha! Wo hochspringen? Mit der Fähigkeit hochgesprungen. Ah. Na warte. Ja, wenn du meinen Gegner gelassen hättest, könnte ich das auch. Vielleicht reicht das ja, wenn ich das mache, für dich. Ja, reicht. Okay, dann komme ich mal wieder runter. Hier ist das nächste. Irgendwo, warte mal. Was da ist der Ranzen da oben? Ja, okay, den können wir ja auch gleich mitnehmen. Ja, cool. Da liegt er. Der Ransen. Da. Jedi? Ach, der Matriarchin sei Dank. Scht. Jedi reden. Jedi Frieden. Er will mit euch reden. Er ist zu schwach, um zu kämpfen. Jedi. Jedi Frieden. Er brauchte jemanden, der ihm hilft zu kommunizieren. Deshalb hat er mich mitgenommen. Und deshalb lässt er auch dieses Treffen zu. Ich habe versucht, ihm Basic beizubringen. Okay. Gibt es Wunden zu versorgen? Nur ein paar Kratzer und Prellungen. Ich... Kopfding reden! Kopfding reden! Lernen Energie! Ich versuch's ja. Bitte, ich versuche es wirklich. Er glaubt, dass er mächtig ist.
Er denkt, er kann die Macht anwenden und er will, dass die Jedi ihn ausbilden. Na toll. Okay. Sag ihm, darüber reden wir, wenn du in Sicherheit bist. Energiereden! Felsenbaureden! Bitte hör zu. Er ist jetzt ruhig. Wenn wir reden, bleibt er ruhig. Die anderen Fleischräuber dienen ihm, weil sie vor seinem Fluch Angst haben. Aber die Macht ist überwältigend für ihn. Er muss von den Jedi lernen, wie er diese Energie beherrschen kann. Er ist schwach. Ich habe keine andere Wahl. Nehmen Energie! Jagdenergie! Gehen Felsenbau! Kopfdingfleisch! Aus dem Kopfdingfleisch. Das könnt ihr doch, oder? Ihr könnt doch die Jedi-Meister dazu bringen, dass sie ihn ausbilden. Ja, versuchen wir das. Und sehe, was sich machen lässt. Ja. Felsenbauenergie. Gehen Felsenbau. Gehen Baumbau. Was? Ich hab keine Ahnung, was das für ein Level. Wir lagern am Weg und halten nach euch Ausschau. Aber seid vorsichtig. Ich möchte wirklich bald nach Hause. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Ich würde auch nicht bleiben wollen. Aber wo ist jetzt das nächste Ding? Oh, dem Weg hier links folgen, glaube ich. Oder hier rechts. Ja, gehen wir nach rechts. Rechts müsste passen. Hier lang und dann nach rechts. Oh, okay. Das ist egal. Ich habe nämlich die Karte offen. Aua! Hier muss das sein, da unten wahrscheinlich. Ja. Da haben wir das nächste Idol. Okay. Oh. So. Was ist der nächste? Na, ist vorne. Ist oben wieder. Oh. So, probieren hochzuspringen. Ja. Na, kriegen wir da überhaupt irgendwen gepackt? Hier vielleicht hoch? Die müsste passen. Ja, müsste gehen. Na, komm schon! Ja. Ein paar Mal hüpfen, dann geht's. Okay. Sehr gut. Ich glaube, hier bist du durch den Berg gelaufen irgendwie. Ja, aber ich kann. So. Ich komme irgendwie nie dazu, was zu machen hier. Gut. Dann haben wir die Idole deaktiviert. Oh. Hab ich gar nicht gesehen. Und dann fehlt nur noch das Energieschild. Cool. Hey, hab ich schon. Ich bin echt schon Nebenhandschwert, krass. Du hast schon ein richtiges Lichtschwert, ne? Ja.
Ich hab's mir mal gekauft im Handel, in Kartell mal, Wo willst du hin? Da liegt noch was Grünes für mich, wollte ich mitnehmen. Okay, war noch Geld. Hä? Wieso wird mir das Grüne nicht zeigen? Ach so. Warum wurde mir das Grüne angezeigt? Vielleicht war für mich da was Grünes drin, keine Ahnung. Das kann auch nicht sein. Trotzdem doof. Eichräuberhöhle. Wir räubern auch ein bisschen Fleisch. Hey. Zack, zack. Alles platt. Boah, der Hund hat gepupst. Wird am Sterben. Mm. Hä, wieso läuft die jetzt so langsam? Oh, Hund. Das riecht furchtbar. Was hast du gegessen? Überhaupt machen. Aktiviere den Energieschild. Deaktiviere. Deaktivieren, nicht aktivieren. Ich habe ich doch gesagt, deaktivieren. So, ich hab aktiviere verstanden. Na, ich mach das mal, ne? Ja. Schalte den Energieschild aus. Muss ja erstmal finden, wo ist der denn? Ach, da. Hier um die Ecke irgendwo, ne? Aha, der Bengel. Hey, bin ich bekloppt? Wo ist er denn? Ich muss runter? Da, wo ich stehe. Und ich bin im Gespräch. Ah, ja, ja, ich muss mich erstmal durchkämpfen. Ach, da ist er. Ich wollte den Mann nicht töten, aber er ließ mir keine Wahl. Es gibt immer eine Wahl. Ihr hättet euch dem Unausweichlichen hingeben sollen. Jeder sogenannte Jedi auf Tython wird sterben. Das ist ein Versprechen. Euer gesamter Orden ist schwach. Ihr habt nichts getan, um den Fortschritt des Imperiums zu stoppen. Ich habe die Neuigkeiten über euren Sieg im Krieg gar nicht mitbekommen. Ich kann die Sith nicht besiegen, solange die Jedi nicht wieder erstarkt sind. Eure Leute schwächen die Macht durch eure bloße Existenz. Genießt euren kleinen Sieg. Es wird euer letzter gewesen sein. Aha. Ich reagiere jetzt einfach mal so oder gebe die Antworten so, wie ich es machen würde, wenn ich in der Lage wäre, ne, echt fertig. Ja, mache ich auch so. Melden Sie Ihre Beschwerden. Sie sind einsatzbereit. Heck. Dann Schnellreise ins Dorf. Spricht mit Rana Dingsbums. Okay. Ins Dorf Kalikori, ne? Ja. Kalikori oder Kalikori? Wie spricht man das denn aus? Twillig. Ja, Twillig, genau. Wo bist du? Ah, da. Ich habe die Statuen der Fleischräuber studiert. Hier sind meine Notizen. Ach, studiert haben wir nur. Ach so. Okay. Und auch mit dir.
Ja, damit nice. Können wir leben, wa? Coole Hose. Gut, dann sprechen wir mit der Matriarchin. Mal gucken, was die so angeht. Wer ist Meister Strayen? Ja, der, mit dem müssen wir wahrscheinlich reden wegen dem Fleischräuber, der ausgebildet werden will. Ich habe den Energieschild abgeschaltet. Irgendwelche Neuigkeiten zur Mission von Meister Orgis? Nein, meine Mutter hat während eurer Abwesenheit ihren Frieden gefunden. Ich bin jetzt Matriarchin. Ihr müsst das alles nicht allein bewältigen. Ihr und euer Meister geben mir viel Trost. Bevor er gegangen ist, hat mir Meister Orgis Folgendes gesagt. Es gibt keinen Tod, nur die Macht. Er glaubt, dass unser Wesen weiterlebt und sich mit der Macht verbindet, wenn wir sterben. Ich hoffe, das stimmt. Matriarchin, Fleischräuber sind durch unsere Verteidigungslinien gebrochen. Sie haben etwas mit unseren Getreidefeldern gemacht. Sie haben seltsame Maschinen aufgestellt. Als ein Späher sich einer von ihnen genähert hat, ist er krank zusammengebrochen. Er ist dann von der Kammer weggekrochen und es geht ihm besser, aber da draußen sind immer noch viele von diesen Maschinen. Sagt euren Leuten, dass sie von den Feldern fernbleiben sollen. Ich zerstöre diese Dinger. Ich stehe erneut in eurer Schuld. Geht jetzt schnell zu den Feldern. Ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit. Zu labern und lass mich gehen. Mach das. Okay, schauen wir mal, was da Phase ist. Jo. So, irgendwo sind hier mal. Hier ist eine. Oh, die machen uns auch krank, okay. Ah! Eine ist ausgeschaltet. Noch eine. Tschüss. Einer noch. Da. Hast du einen? Jo, das hat auch für mich gezählt. Nice. Cool. Ja, nice. Haben wir doch gut gemacht. Ja, das ging fix. So schnell geht das. Wir sind halt Jedi. Jedi. Aus dem Felsenbau. Ein Hüter und ein Wächter. Ja. Ein wachender Hüter. Wir beschützen den Frieden. Ich habe die Maschinen zerstört, die euer Getreide vergiftet haben. Ich habe gesehen, was ihr da draußen erlitten habt. Das war nicht. Das war Helden. Oh ja. Bitte nehmt dieses Zeichen der Verehrung meines Volkes. Es tut mir leid, dass es nicht mehr ist. Du bist doch gar nicht alleine. Ich brauche keine Belohnung. Aber ich danke euch trotzdem. Ich sollte jetzt alle informieren, dass die Gefahr vorüber ist. Ein Gürtel bekommen? Oh ja, das ist besser. Nice. Basis ist endlich erledigt. Wie sieht es bei dir aus? Ja, gerne. Ich habe über Holo mit eurem alten Padawan gesprochen. Er tut das alles, um die Sith auszuschalten. Dann ist er selbst kein Sith. Gut. Ich muss zu ihm und ihn zur Vernunft bringen. Das wird wohl nix. In der Kommandobasis der Fleischräuber habe ich die Koordinaten für eine Reihe geheimer Lager gefunden. Zu viele, um nur Jedi-Meister auszusenden. Ein Lager befindet sich in den Ruinen von Oberkalett. Die Patrouille, gegen die du schon gekämpft hast, war hier stationiert. Aha. Jetzt hast du die Gelegenheit, die Sache zu Ende zu bringen. Achso, das ist gegen meinen Kodex? Egal, ich will dir was Gutes tun. Wieso die Kräfte ausdünnen, um alle Lager gleichzeitig anzugreifen? Wenn wir Jedi sind viel zu... ...könnten die Fleischräuber die anderen warnen beklemmt. Und sich neu sammeln. Sei vorsichtig in den Ruinen. Wir haben sie noch nicht alle erforscht. Kontaktiere mich, wenn du die Mission erfüllt hast.
Möge die Macht mit dir sein. Okay. Nice. Wow, sieht ja richtig anders aus. Ich habe dunkle Seitepunkte gekriegt. Aber weil ich was Gutes gemacht habe. Na, kann man nicht. Muss man diesen Kopfslot ausblenden? Finde ich jedenfalls, dass es gut war. Ach, okay. Was hast du denn gemacht? Erkläre ich dir gleich, warte. Oh yeah, ich tanze für euch. Ich habe gute Zulieferer. Ich verkaufe nur die besten Waren. Seht euch ruhig um. Aha, stimmt. So, soll ich dir erklären, was ich gemacht habe? Komm, erstmal mal schnell Reise zur Tempelkantine. Okay. Ja, was das? Wo hast du jetzt dunkle Punkte bekommen? Ich habe glaube ich gar nichts bekommen, weder hell noch also dunkel. Ich habe mit ihr geredet und die war so traurig. Dann habe ich ihr gesagt, dass ich immer für sie da bin. Und dann hat sich das Gespräch so weiter gesteigert und sie hat in mir halt so eine Art Freundin, beste Freundin, Schwester oder so gesehen und wollte dann ein Ritual durchführen, was uns als Schwestern verbindet, wie Familie. Wenn man das macht, verstößt man gegen den Jedi-Kodex und kriegt dunkle Seitepunkte, aber man hilft dir damit. Deshalb habe ich es halt trotzdem gemacht, weil sie so traurig war. Okay. Guck mal, ich tanze für alle. Wieso für alle? Du musst für mich tanzen. Du rennst auch einfach weg und guckst dann nicht mehr. Hä? Ach, du stehst da. Ich so, hab dich gerade gesucht. Ich war total verpeilt. Guck mal, ich tanze für dich. Weg. Dann können wir noch mit dem Meister Strahlen reden und nochmal Sachen und Dinge lernen. Meister Strahlen ist da oben, oh, da ist auch noch eine Quest. Meister Strahlen. Cooler Raum auf jeden Fall. Fachmeister. Verzeiht mir, Jedi, doch ich habe momentan keine Zeit, Unterricht zu erteilen. Was? Ich bin sehr beschäftigt mit den neuen Rekruten des Ordens. Wenn ihr aus einem anderen Grund hier seid, kann ich euch leider nicht helfen. Genau deshalb bin ich hier, Meister. Ich habe einen Fleischräuber getroffen, der ein Jedi werden will. Ein Fleischräuber? Ist das euer Ernst? Ich dachte, diese Kreaturen seien primitiv, grausam und blutrünstig. Kaum geeignet für ein Dasein als Jedi. Ja, ich nehme das. Wenn wir sie ändern wollen, müssen wir irgendwo anfangen. Es widerstrebt mir, Kandidaten anzunehmen, nur um eine Veränderung zu bewirken. Doch ich höre eure Worte und möchte eure Gedanken kennen. Angenommen, die Macht ist stark in diesem Rekruten. Glaubt ihr wirklich, dass man einen so gefährlichen Schüler unterrichten kann? Ja. Wenn er nicht ausgebildet wird, verfällt er der dunklen Seite. Vielleicht habt ihr recht. Nun gut, schickt euren Rekruten zum Tempel. Gebt ihm dieses Medaillon, damit die Wachleute ihm Einlass gewähren. Wenn er eintrifft, werde ich mit dem Rat sprechen. Wir werden tun, was wir können. Wir tun, was wir können. Aber also wann nix. Tun wir das? Weiß ich nicht. Beim nächsten Mal? Achso. Du schließen wir die Dings ab jetzt? Oh. Ja, ist ja gut. Wir beenden die Folge. Warte mal. Ich nochmal. Ah. Ja. Nämlich. So. Schön.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet ein wenig Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen.